So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Mega Man 10. So, wie man jetzt da hier sieht, habe ich auch weitaus mehr Schrauben und ich habe mir auch noch alle Items gekauft. Ich habe die komplette Stage jetzt noch einmal gemacht, alles komplett durch, damit ich gegen Dr. Wily da gut aussehe. So, und das erste, was wir hier brauchen, was ich gesehen habe, ist... Ich glaube Feuer? Ja, Feuer. Da kommt er in seinen, was weiß ich was, Raumschiff. So, und der Anfang ist ja eigentlich ziemlich einfach. Bisschen konzentrieren muss ich da. Mich, zack, einmal noch, dann haben wir's. So, und jetzt brauchen wir das hier. Es ist zwar komisch, aber ja. So, man bleibt eigentlich hier hinten stehen und springt die ganze Zeit nur. Oder auch nicht. Jetzt geht man vor, jetzt geht man wieder zurück. Und das macht eigentlich gar nicht mal so schlechten Schaden. So. Allerdings verwenden wir die hier auch natürlich. Okay, das sollte nicht passieren. So, und wie man sieht, ich bin fast durch. Fast, fast. Viel Leben hat er nicht mehr, der Mausebär. Ah, leck mich doch. Ganz ruhig, Herzfehler. Alles ist cool. Und ich habe ihn beim ersten Mal geschafft. So, allerdings war es das noch nicht. Wir drücken jetzt da hier auf Pause. Und ja, im nächsten Part geht's weiter mit Mega Man 10. Auf dem Mond anscheinend. Ja. Leben habe ich mir auch gekauft, wie ihr seht. Ich habe mich ziemlich gut ausgerüstet. Okay, auf jeden Fall. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Macht's das gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.